Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wie du schon in dem Thumbnail und in dem Titel gesehen hast, geht es heute um das Thema Gesichtsenthaarung. Ich habe heute vor, dass ich gerne mit euch meinen Oberlippenbart enthaaren möchte. Hier habe ich noch ein bisschen Zahnpasta. Läuft. unter meinen Augenbrauen. Also meine Augenbrauen an sich lasse ich ja wachsen, aber es hat sich hier, da ich ja tatsächlich 2 Monate jetzt meine Augenbrauen habe wuchern lassen, wie sie lustig sind, haben sich hier an der Seite doch einige, Büschelchen manifestiert. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ich habe nicht viel Hilfsmittel, aber ich habe ein paar, denn ich brauche ja welche. Ich kann das jetzt ja nicht mit meinen Händen rausreißen. Zum einen habe ich hier in diesem Säckchen einen Epilierer und zwar ist der von Rossmann von Ideenwelt. So sieht der aus. Also, ne, den finde ich ganz gut. Ich hatte mal einen in Pink, ich glaube, der war auch von Rossmann oder von, ich weiß nicht, auch von irgendwo, aber halt kein riesen Markengerät oder so. Und der war mir zu böse für meine Oberlippe, ne? Das war nicht so angenehm. Und dann habe ich von Balea diese Augenbrauen-Enthaarungsstreifen, die habe ich mir geholt. Und damit wollte ich halt hier unten die Härchen wegmachen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und für einzelne Wimpern habe ich hier von Evelyn mir eine neue Pinzette geholt. Die soll total super sein. Und die finde ich auch einfach total hübsch mit diesem Rosenmuster und so, ne? Gefällt mir richtig gut. So, wir arbeiten uns aber von unten nach oben. Das heißt, ich fange hier mit meiner Oberlippe an. Ob man seine Oberlippe enthaaren möchte oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Bei mir ist es so gewesen, mittlerweile ist es nicht mehr so extrem. Aber ich bin zwar blond, aber ich habe dunkle Körperhaare. Das heißt, auch mein Oberlippenbart war damals relativ dunkel. Und dadurch, dass ich den halt auch wirklich öfters epiliere, ist er auch nicht mehr so da. Aber ich habe mich dann doch eine Zeit lang dafür ein bisschen geschämt und habe dann gesagt, okay, nein, ich werde mir den jetzt wegmachen. Anfangs habe ich das weggezupft, habe relativ schnell gemerkt, dass es nicht so schön ist. Habe das mit Enthaarungscremes probiert, die ich nicht so gut vertrage. Vor allem im Gesicht ist es immer eine ganz heikle Geschichte. Und dann habe ich das mit Waxing gemacht. Das hat immer ganz gut funktioniert, hat aber nicht alle Härchen weggenommen. Und gerade diese ultrafeinen Härchen, die du eben hier so an den Seiten hast, kriegst du damit einfach nicht so gut weg. Da blieb halt immer was stehen. Und ich mag es einfach gerne, wenn ich meine Oberlippe komplett enthaart habe. Liebe Männer, es tut mir unheimlich leid, aber so sind nun mal die Frauenprobleme. Ich wurde tatsächlich auch von einem Mann, von einem Kumpel, nennen wir ihn Henne an dieser Stelle, wurde ich damals in der Schule drauf angesprochen. Der war ein Jahrgang weiter als ich, ist aber in meiner Clique und dann sah er mich irgendwie so von der Seite und die Sonne schien auch so. Damals war ich halt auch nicht groß geschminkt oder so. Ich lief ein bisschen punkmäßig durch die Gegend und da sagte er zu mir, Mensch, Claudia, ganz ehrlich, rasieren solltest du dich auch mal wieder. Und das fand ich ziemlich ehrlich, aber ziemlich frech. Und so fing das überhaupt bei mir an, dass ich überhaupt angefangen habe, meine Oberlippe zu epilieren, weil ich mir vorher nie Gedanken darüber gemacht habe. Aber gerade hier so an den Seiten hat man das schon sehr gesehen. Meine Kamera ist nicht die beste. Das ist mein Handy, aber ich komme mal etwas näher. Ne, man sieht jetzt nicht so viel. Also eigentlich sieht man so gar nichts. Ne? Ich mache immer gerne so. Ich sehe das dann. Und gerade wenn du dann vielleicht mal eine Foundation drauf hast oder so, Foundation färbt die Haare und Foundation färbt vor allem dann auch die Oberlippenhaare. Und das mag ich einfach nicht. Und fürs allgemeine Wohlbefinden von mir selbst habe ich mir überlegt, ich mach's weg. Ja. Ne? Und wenn das schmerzfrei geht, warum nicht? So. Ich habe hier einen kleinen Spiegel, um mich näher ranzuholen, wobei ich hier vor mir ja auch einen Spiegel habe, deswegen gucke ich wahrscheinlich nachher so ein bisschen runter und werde mir jetzt einfach mal hier mit dem Epilierer meinen Oberlippenbart epilieren. Es bietet sich an, das ja am besten nach dem Duschen zu machen. Ich habe jetzt gestern Abend geduscht, wir haben es jetzt morgens bzw. mittags, ich bin aufgestanden gerade, habe ein bisschen verschlafen, schön, aber es ist Wochenende, ich darf das. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Epilierer finde ich gut. Man muss es halt vertragen können. Und ich habe meine Haut vorher gereinigt. Also ich habe einfach einen ganz normalen Reinigungsschaum genommen. Aktuell verwende ich den von Barbour, den ich in der Barbour-Box hatte. Und ja, ne? Ansonsten habe ich nichts gemacht. Meine Haut ist gut vorbereitet. Sie ist jetzt nicht ölig oder sowas. Das heißt,
Ich kann starten. Und das tue ich jetzt auch. Ich werde das jetzt ohne Ton für euch laufen lassen, weil ich mache es mal kurz an. Ich glaube nicht, dass ihr dieses Geräusch permanent haben wollt. Ja, also schauen wir mal, ne? So, die eine Seite habe ich jetzt epiliert. Sie fühlt sich wirklich gut an. Also, natürlich hast du hier ein bisschen Rötung. Ich versuche immer erst so ein bisschen mit der Wuchsrichtung zu gehen. Dann tut das nicht so weh, wenn die Haare ausgerissen werden. Man kann aber, wenn man sich halt an den Schmerz gewöhnt hat, auch wirklich dann so ganz normal drüber gehen. Dann ist das alles nicht mehr so, weil die Haut sich daran gewöhnt hat, dass da jetzt so ein prickelnder Schmerz ist. Es tut jetzt nicht irre weh, aber man muss sich langsam rantasten. Genau. Also so sieht das jetzt von nahem aus. Es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt jemand anders als man selbst ist, den Unterschied nicht unbedingt bemerkt, aber ich kann ihn fühlen. Also es ist wirklich ein fühlbarer Unterschied, weil hier ist enthaart und hier ist einfach nichts mehr. Und ich fühle mich einfach wohler damit. So, jetzt kommt die nächste Seite dran. Ergebnis dann aus. Also wie gesagt, ne? Es ist für andere nicht unbedingt zu sehen, aber für einen selbst sehr und vor allem zu fühlen. Also man sollte das immer sehr, sehr vorsichtig machen, weil es kann auch einfach, gerade wenn du so Richtung Lippen gehst, ziemlich wehtun. Ja, ne? Das möchte ich euch nur mit auf den Weg geben. Ansonsten kann ich es einfach empfehlen, weil das halt für mich die schmerzfreiste Variante ist. Einzeln zupfen finde ich doof. Wenn man das mit diesen Enthaarungsstreifen macht, bleibt die Hälfte stehen, dann hast du alles verklebt und alles ist doof. Ich kann jetzt hier tatsächlich sagen, okay, es fühlt sich hier auch nicht unbedingt gereizt an. Ich habe ein paar Rötungen, aber das ja, ergibt sich mit der Zeit. Also was man halt nachher auf jeden Fall machen muss, ist, dass man nochmal mit einem Toner und wie auch immer, also mit einem sehr, sehr milden Toner und mit einer sehr ölhaltigen am besten Gesichtscreme drüber geht, um dann halt diese Stellen noch so ein bisschen zu pflegen. Denn so ungerötet wie bei mir sieht es nicht bei jedem aus und am Anfang sah es auch bei mir definitiv geröteter aus. Da habe ich direkt nach dem Enthaarungsprozess immer so Ölpapier genommen, um das halt wirklich damit einzuschmieren und einwirken lassen und so weiter. Man kann auch eine schöne Gesichtsmaske nachher nehmen. Aber ich möchte jetzt hier noch weitermachen mit meinen Augenbrauen. So, ich komme mal kurz wieder ein bisschen näher. So sehen die Augenbrauen jetzt halt aus, ne? Also es ist wirklich Wildwuchs. Das sieht man schon, finde ich. Und ja, also vor habe ich halt wirklich hier oben alles so weit stehen zu lassen, denn ich will, dass meine Augenbrauen derbe wachsen. Vor allem hier unten. Das hier möchte ich wegkriegen. Und ja, halt vereinzelte Härchen, die sich hier so in der Mitte angesiedelt haben, die da einfach nicht hingehören. Und ich sag mal, wir fangen zunächst mit den Enthaarungsstreifen an und gehen dann nachher für den Feinschliff nochmal mit der Pinzette drüber. Das ist tatsächlich jetzt auch eine First Impression. Ich habe noch nie diese Streifen selber richtig verwendet. Ach, guck mal, und das sind ganz, ganz viele. Das sind 20. Ja, steht da vorne drauf. Kann man lesen, ne? So, auf einem so ein Sachet, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, sind 4 Stück drauf. Zwei für rechts, zwei für links. Ah, guck mal, die lassen sich hier lösen. Du kannst es hier einfach abziehen. Das hier unten ist einfach nur so ein Trennungsstreifen, den man wahrscheinlich nehmen kann, um zu gucken, ob die Haut irritiert wird oder nicht. Letztendlich liegt das dann so auf. Das heißt, das hier ist für meine linke Augenbraue. Oh, das riecht aber ganz angenehm. Ja, dann habe ich hier jetzt diesen wunderschönen Streifen passend zu meinem Oberteil und lege ihn jetzt mal entsprechend an. Dadurch, dass es halt wirklich nicht jeder Augenbraue entspricht, wird es ganz schön tricky. So, jetzt haben wir hier den ersten Streifen dran und ich streiche in Haarwuchsrichtung. Ich wollte es jetzt nicht zu nah an die Augenbraue setzen.
Vielleicht nachher nochmal, mal gucken. Ich habe den jetzt auch ein bisschen nach vorne gezogen, weil meine Augenbrauen sind irgendwie anders als die, die da als Vorbild gedient haben. So, wir streichen das Ganze fest. Ziehen die Haut straff mit Daumen und Mittelfinger. Und das könnte jetzt wehtun. Ziehen es ab. Oh ja, guck mal. Da ist ja ordentlich was abgegangen, ne? Warte mal. Oh la la. Seht ihr das? Das ist nicht wenig. Das ist schon mal cool. Also es ist schon ordentlich was weg, aber natürlich noch nicht alles, was ich weghaben will. Das heißt, da brauche ich definitiv noch einen zweiten Streifen. Cool. In einem Rutsch, ey. Das sind garantiert 20, 30 Augenbrauen. Vor allem kriegst du die feinen Härchen damit weg. Das gefällt mir gut. Und da sind keine Klebereste. Also das ging echt ruckzuck. Und dann habe ich hier den oberen Streifen. Ich meine, oben habe ich jetzt nicht so allzu viel anzubieten an Haaren, sage ich mal. Und das lässt sich aber auch ganz gut dann wieder abziehen, wenn du falsch platziert hast. Das ist cool. So. Ne? Da ist jetzt nicht so viel bei mir. Da sind eher feine Härchen. So. Dann straffen wir die Haut. Oh Gott. Ich hätte gerne noch mal eine Hand. So, Haut straffen, feststreifen, streichen, dann den Klebi suchen. Merken, dass man das zu nah an den Haaransatz gepackt hat. Mist. Post kommt. Und abziehen. Okay. Ist da überhaupt was mit? Ja. Oh, ich habe Haare ausgerissen. Siehst du das? Schon ein paar Haare, ne? War halt so nah am Haaransatz. Egal. Aber es hat schön enthaart. Das gefällt mir. Cool. Vor allem geht das so schnell, ne? Und du kriegst echt eine gute Form damit hin. Das gefällt mir. Cool. Andere Oh Augenbraue. nein, ich habe die falsche genommen. Wir machen nochmal die linke Seite, weil da ja noch ein paar Härchen sind, die ich weghaben will. Ich habe aus Versehen den falschen Streifen genommen. Und es lässt sich ganz schön anlegen. Und ich merke gerade, dass ich meine Wimper mit reinziehe. Ey, loslassen. Loslassen. So. Dann drücken wir das Ganze mal wieder fest. So. Zack. Nee, mit links ziehen wir straff und ziehen ab. Da ging auch wieder was ab, ne? Iba. Vom Unterschied her, ne? Das gefällt mir gut. Ja. Da muss man mit dem Haaransatz tatsächlich echt aufpassen. Okay, ich habe hier schon wieder ein Haar drin. Aber ich komme damit klar. So, anpacken und rausziehen. Also oben ist echt blöd, wegen dem Haaransatz, ne? Weil, wie du siehst, haue ich da schon einiges raus. Aber auch wirklich feine Härchen, die sehe ich hier so, kommen da echt super mit raus. Das gefällt mir richtig gut. Ja, wahrscheinlich sollte man sich den Haarreifen oder sonst irgendwas aufsetzen, damit man halt nicht zu nah an den Haaransatz rankommt. Aber das Leben ist hart und ungerecht. Ich komme damit klar. Und ich mache es ja auch zum ersten Mal heute. Das ist jetzt ein bisschen schief geworden, aber naja. Haut straff ziehen, anpacken, falsche Richtung merken und abziehen. Geilomat. Da ist jetzt richtig was abgegangen. Holla, die Waldfee. Aber ich finde es richtig cool. Und so sieht das jetzt von nahem aus. Also ja, es ist ein bisschen gerötet, aber wir machen da ja nachher noch eine Fliege drauf. Ja, ich merke gerade, dass ich hier so ein bisschen, ne, sehr gerötet bin und sich dann hier auch so ein bisschen meine Haut irritiert. Deswegen habe ich da gerade ein bisschen Pflege drüber gemacht. Einfach, ich habe jetzt einfach gerade, weil ich es hier hatte, Labello genommen. Und ja, damit die Haut sich ein bisschen entspannt, weil nachher möchte ich noch ein kleines Schminkvideo mit euch drehen. So, dann nehme ich jetzt hier, um meine Haare noch so ein bisschen zu präzisieren, diese Pinzette. Man könnte jetzt theoretisch noch ein paar Mal öfters mit diesen Enthaarungsstreifen drüber gehen, aber ja, für die paar Haare, ne? So, von dieser Pinzette habe ich schon sehr viel Positives gehört. Das ist die von Ebelin. Und ja, dann nehme ich mir einfach mal die Pinzette und zupfe die restlichen Härchen weg. Oh, das geht gut.
Die lassen sich gut greifen mit der Pinzette. Eigentlich bräuchte man auch so einen Streifen für hier in der Mitte, ne? Weil da hat man ja auch noch so ein paar Härchen, aber ja. Also ich möchte die jetzt nicht zu dünn zupfen oder zu viel wegzupfen. Deswegen habe ich jetzt auch noch einige stehen lassen, wie du siehst. Ich zeichne mir die Augenbrauen ja auch immer nach. Und wenn ich dann noch sehe, okay, da ist noch irgendwie ein Härchen, was daneben liegt, dann kann man das ja immer noch wegzupfen. Aber so gefällt mir das Ergebnis schon mal richtig Das ging gut. auch schnell, ne? Also und vor allem schmerzfreier, weil normalerweise, wenn du hier so an dieser Seite bist und diese Augenbrauenhärchen hier unten drunter zupfst, dann tut das so weh. Ich habe da echt Schmerzen. Ja. Die Frage ist, was macht man natürlich mit den Härchen, die so abstehen, die so gerade nach vorne wachsen? Dafür gibt es Augenbrauenscheren. Ich habe jetzt aktuell keine. Ich habe mir jetzt eine bei Cosmetic for Less bestellt, deswegen lasse ich die so, wie sie sind. Und werde sie dann, sobald die Schere da ist, mit euch zusammen trimmen. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber so gefällt mir das richtig gut. Also das ging schnell, das ging einfach, das hat Spaß gemacht. Das Einzige, was jetzt ein bisschen blöd ist, dass hier meine Oberlippe etwas irritiert ist von dem Epilieren, aber das kommt halt vor. So, ihr Lieben, das war jetzt mein Video zum Thema Gesichtsenthaarung, was ich so treibe. Wie enthaarst du denn dein Gesicht? Machst du das vielleicht sogar bei der Benefit Bro Bar oder machst du, dass du dir das nur rasierst oder enthaarst du dir gar nicht die Oberlippe oder machst du das mit einer Creme? Schreib mir das doch mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich mega interessieren, weil ich hole mir ja immer gerne Tipps und Anregungen von euch. Ja. Ich fühle mich fresh und ich finde es einfach wundervoll, dass ich jetzt nach 2 Monaten endlich hier unten mal so ein bisschen meine Härchen wegmachen konnte. Echt. Ist ein befreiendes Gefühl. Ja, ansonsten benutze ich weiterhin mein Rizinusöl, um die Augenbrauen halt dicker zu kriegen. Ich habe sie schon voller gekriegt, also sie waren vorher sehr, sehr dünn und mittlerweile ist da doch das ein oder andere Härchen dazugekommen. Ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!